Auf einem entlegenen Moor im Waldesinneren tauchte ein Kranichpaar auf. Seit ein paar Jahren nisten diese Vögel im benachbarten Röhricht. Daher fühlen sie sich hier wie zu Hause. Doch diesmal hat sich diesen Ort auch ein zweites Kranichpaar ausgesucht. Das fremde Männchen betritt langsam und vorsichtig das besetzte Gebiet. Dies entgeht aber nicht den Hausherren. Doch der Neuankömmling lässt sich davon nicht beeindrucken. Eine Konfrontation ist unvermeidlich. Es hat geklappt. Der Fremde zieht sich zurück. Am nächsten Morgen. Ein kurzer Wintereinbruch. In der Vorfrühlingszeit sind plötzliche Wetteränderungen sehr häufig. Die Kraniche sind nun gezwungen, unter der Schneedecke nach Futter zu suchen. Dabei bleiben sie die ganze Zeit sehr wachsam. Dank ihrer hervorragenden Augen bemerken sie sofort den Eindringling von gestern. Die Balzzeit beginnt. Nach dem Kopulationsakt halten die Vögel einen rituellen Tanz ab.